Was können wir in der kommenden Saison von der Alba-Mannschaft erwarten? Also erstmal werden wir Geduld brauchen. Wir haben eine Vorbereitung so schlecht, muss man sagen, wie seit Jahren nicht. Nicht schlecht, weil die Mannschaft oder die Spieler nicht richtig wollen, sondern durch die Europameisterschaft waren alle unterwegs, viele unterwegs. Wir haben uns dann beholfen mit Spielern, die so einfach mal sich zur Verfügung gestellt haben, mit unseren jungen Spielern. Und wir werden erst, wie es aussieht, jetzt eine Woche vor Saisonstart richtig komplett sein. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Vorbereitung sozusagen in die Saison verschieben. Das wird natürlich dazu führen, dass es auch ein bisschen auf und ab geht. Ganz im Gegensatz zum letzten Jahr, als wir 6 Wochen mit vollem Team komplette Vorbereitung hatten, dann Champions Cup hatten, San Antonio hatten, mit Erfolgserlebnissen dann gleich sozusagen gut vorbereitet in die Saison gingen. Dieses Jahr, glaube ich, wird der Start holprig. Also wir brauchen als allererstes richtig Geduld. Und dann bin ich sicher, werden wir auch wieder diese Tugenden sehen, die uns in den letzten Jahren stark gemacht haben. Das heißt, hohe Geschlossenheit innerhalb des Teams und allerhöchste Intensität. Wie würdest du Alba Berlin, die Mannschaft, aber auch den Club im Gesamtwettbewerb in der Liga in dieser Saison einordnen? Also wir wollen unter die ersten 4, da gehören wir hin. Wir haben natürlich die 2 Clubs, die budgetmäßig zumindest über dem Markt operieren, das ist Bayern und Bamberg, und wir müssen da eben unseren Weg finden und so wie wir den eben gehen, also mit unserer Art Basketball zu spielen und mit unserer Art auch Spieler zu verpflichten, das heißt nicht Spieler, die schon die höchsten Weihen erreicht haben und schon nachgewiesen haben, auf allerhöchstem Niveau bestehen zu können. Die können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten, sondern wir setzen auf Spieler, die eine hohe Qualität haben und eine ganz hohe Bereitschaft, in sich selbst zu investieren. Hier unter sehr guten Bedingungen mit einem Top-Trainerteam in der Basketballstadt, aber natürlich auch mit einer entsprechenden Erwartung, wie die meisten zumindest von den Spielern, die jetzt zu uns gekommen sind, die noch nicht kennen. Wenn das alles gut zusammenkommt, dann denke ich, haben wir auch die Möglichkeit, wie in den letzten Jahren auch, ganz vorne ein Wörtchen mitzusprechen. Wir waren in den letzten Jahren, Budget hin oder her, absolut wettbewerbsfähig. Das ist unser Ziel, dass wir das wieder werden. Aber wir müssen ein bisschen mehr Risiko gehen als andere, weil wie gesagt, auf rein etablierte Spieler können wir nicht setzen. Du hast gerade einen Punkt davon schon angesprochen. Gibt es quantifizierte Saisonziele von Alba Berlin in dieser Saison? Ja, wir wollen nur die ersten 4 BBL, wir wollen nur die ersten 16 im Eurocup und wir wollen, wenn es irgend möglich ist, das Top-4-Turnier erreichen. Da weiß man, dass es immer auch ein bisschen vom Losglück und so weiter abhängt, aber das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Jetzt hast du gerade vor deiner eigenen Haustür die Europameisterschaft, die Vorrunde erleben können. Wie fällt dein Fazit über das Abschneiden der deutschen Mannschaft aus? Also erstmal muss ich sagen, dass ich dem DBB wirklich gratuliere, dass sie dieses Turnier nach Berlin geholt haben. Man muss sich mal vorstellen, der begnadetste Basketballer, den Deutschland je hatte, Dirk Nowitzki, dessen Ära ja jetzt sich so langsam dem Ende zuneigt, der seit 17 Jahren aktiv ist, hat auf deutschem Boden noch kein Turnier spielen können, wo es um irgendwas geht. Und insofern beglückwünsche ich ausdrücklich den DBB, dass man es geschafft hat, vielleicht spät, aber immerhin noch geschafft hat, in der Ära Nowitzki auch ein großes Turnier in Deutschland zu spielen. Was das Abschneiden anbelangt, hat jeder gesehen. Da kann man jetzt wahnsinnig draufschlagen oder kann auch sagen, Mensch, Pech gehabt, weil es waren viele sehr knappe Spiele. Am Ende, glaube ich, haben wir die Aufgabe, dass wir alles versuchen, vor allem an der Basis, möglichst viele Kinder und Jugendliche zum Basketball zu bringen, damit dann auch nach oben hin in der Spitze eine größere Auswahlmöglichkeit besteht, als es zurzeit vielleicht noch der Fall ist. Ich finde, die Mannschaft hat sich nicht schlecht verkauft. Die Euphorie in Berlin war gigantisch. Jedes Spiel der deutschen Mannschaft war ausverkauft. Ich bin an allen Ecken und Enden, auch europaweit, darauf angesprochen worden. Als Ergebnis hätte man sich was anderes gewünscht, aber ich glaube, jeder spürt auch, dass da was zusammenwächst.